Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rise of the Tomb Raider. Oh yeah. Und wir werden erstmal die Monolith angucken. Münzversteck entdeckt. Ja, überall. Monolith. Der ist dann verschlossen. Ja, die Sachen werde ich alle noch sammeln. Da bin ich glücklich drüber. Da ist noch eine Truhe, die ich nicht geöffnet habe anscheinend. Aber gut. Herausforderungsgrab. Moment, kommen wir da jetzt rein? Kommen wir da jetzt rein, Freunde? Wir haben jetzt ein paar Sachen gesammelt. Das ist doch hier meine Frage. Ich würde sagen, wir surfen hier mal ein bisschen durch die Gegend, ne? Da war doch eine Truhe. Ja, die kennen wir doch, die haben wir doch aufgemacht. Reisen wir erstmal zu diesem Basislager und gucken, ob wir vielleicht nicht doch das Grab machen können. Da hätte ich jetzt voll Bock drauf. So ein kleines Rätsel für zwischendurch, um mal hier die Grips und meine Nerven und so weiter anzustrengen. Das ist gut, ist gut. Ja, so fange ich gerne an der Aufnahme an. Man muss positiv dazu sagen, in Rise of the Tomb Raider, nee, in Rise of the Tomb Raider müssen wir nicht mit einem ja, mit einer Haarklamme die Schlösser knacken. Das ist schon positiv. Und daher alles gut. Und da. Okay. Sie weigert sich. Wieso schleichst du? Holy, was, wer bist du denn? Oh. Oh. Sitzt runter da. Puma? Holy shit, hab ich mich. Heilige. Gibt's hier noch mehr? Das war das Herausforderungsgrab, ne? Okay. Gehen wir erstmal hier rein. Genau. Und deswegen gucken wir einfach mal nach. Unbekanntes Gebiet. Optionales Herausforderungsgrab. Das ist es, ne? Das ist es. Okay, mit dem Puma habe ich jetzt nicht unbedingt gerechnet, aber das war interessant. Ich meine, gut, ich bin ein bisschen in Panik geraten, ich gebe es zu, aber es war in Ordnung. Hätte schneller gehen können. Neues Basislager entdeckt. Okay, wir können mit dem Fell nichts anfangen. Noch nicht. Man muss schon sagen, das Spiel sieht im allen, im Großen und Ganzen recht gut aus. Von der Location her. Da gibt's auf jeden Fall ein dickes Plus. Schauen wir mal, was es hier für Rätsel gibt. Ach, Rätsel Nummer 1. Wohin? Höher hinaus, ja? Ist das schon das Rätsel?
Bitte spring. Lara, bitte, bitte spring einfach nur. Danke. Mehr wollte ich von dir nicht. Du hast meinen Wunsch erfüllt. Ich bin sehr glücklich. Ich bin ein glücklicher Zero. Passt. Ach, wie schön, dass alles zusammenfällt. Das ist, glaube ich, Gewohnheit hier in diesem Spiel, dass alles zusammenfällt. Ich meine, ist ja auch klar, es ist ein brüchiges Land. Okay, das war knapp. Damit habe ich jetzt gerade gar nicht gerechnet. Vor allem, wenn ich mich an der Nase kratze, ist das sehr, sehr blöd. Oh, was ist das? Halt, ich hab X gedrückt. Ich schwör's. Ich schwör's. Ich hab's gedrückt. Naja. Einfach auf ein neues Erwissen, was passiert. Von daher passt. Oh, wenn ich den ganzen verdammten Weg nochmal laufen muss. So, hat funktioniert, gut. Dieses Mal. Ja, ist schon cool gemacht. Ah, sieht aus wie ein Fall für meinen Seilpfeil. Nur was bringst du genau? Ziehen bringt wahrscheinlich nichts. Da kann ich drüber weiterlaufen. Und hier ist was? Plötzlich habe ich keine Karte von dem Ding. Eben gerade haben wir noch die Karte gesehen. Aber gut, verarscht mich Spiel. Ist okay. Ist ja ganz, ganz normal bei euch. Spiele verarschen mich gerne. Okay. Aber was bringst du dann? Damit ich wieder zurück kann? Was bringt das da hinten mit dem Seilpfeil? Ist wahrscheinlich, damit ich zurückklettern kann, ne? Ja, das sieht so aus, als müsste ich dann, also da könnte ich damit zurück. Wahrscheinlich müssen wir damit doch zurück. Ich habe keine Ahnung, wie wir da zurückkommen. Das ist ja unlogisch. Wir können ja den ganzen Weg nicht zurück. So, bist du das eigentliche Grab? Oh, ich sehe ein Windspiel. Nein, das habe ich gehasst. Ja, ich sehe dich, funkelndes Ding. Ich sammle dich ein. Nehme dieses penetrante Funkeln. Sammel mich ein, Zero. Loote mich. Windspiel. Wind. Okay, ich sehe eine Glocke. Jo. Tolle Verzögerung. Ach, das ist der Wind. Immer wenn der Wind bläst. Das war gar nicht ich, das war keine Verzögerung. So kommen wir schon mal nicht weiter. Hier können wir was drehen. Wir können das Tor zumachen. Jetzt ist die Glocke da oben. Ja, Münzbeutel, komm. Was bringt mir das jetzt? Okay, schrauben wir mal hier ein bisschen. Ah, das ist das Rätsel. Okay, was haben wir hier noch?
Geht also um den Typen, der den Propheten geführt hat. Damals, seiner noch nicht bekannten Zeit. Ich muss das Tor senken. Okay, ich habe einen Plan. Ich habe einen Plan. Erstmal das Tor wieder hoch. Erstmal ganz runter. Wer weiß, wie weit wir das müssen. Ja, ist okay. Ist doch gut. Dann gehen wir hier hin und ziehen von hier aus. Das ist nicht so einfach. Shit, jetzt habe ich einen Pfeil abgeschossen. Nein! Ja, der knallt da gegen die Säule, aber das will ich ja nicht. Okay, es muss perfektes Timing sein, denke ich mal. Okay, ich muss sagen, das ist echt ein bisschen schwieriger. Ach, das gibt's doch nicht. So, jetzt in diese Richtung hier. Da ist doch eine brüchige Stelle. Aber so tut sich da nichts. Okay. Nee, ist falsch rum. Ich warte erstmal, bis der Wind kommt und dann ziehe ich das Ding hoch. Nö. Kommt man hier vielleicht hoch? Das ist komisch, man bekommt hier keinen Hinweis, keinen Tipp für irgendwas. Ich ziehe das trotzdem mal ein Stück weiter hoch. Weißt du, bringt das gar nichts. Wenn da kann ich ziehen, wie ich will. Oh, Hirnschmalz. Was soll ich denn jetzt hier machen? Ich meine, klar, das Ding muss dagegen knallen. Nur wie? Da kommt der Wind raus. Aber der Wind schlägt das Ding nicht nach links. Das ist schon mal ein Hinweis. Danke, Lara. Aha. Verarschen kann ich mich alleine, ey. Verarschen kann ich mich alleine. So.
Wieso kann ich das auf beiden Seiten machen? Ich habe das Seil gelöst. Okay, dann nochmal zurück. So, jetzt kommen wir hier durch. Gott. Also das Rätsel, ich muss sagen, Respekt. Respekt. War der Wind eine falsche Fährte? Okay, machen wir erstmal ohne Wind. Wir warten, bis der Wind weg ist. Wir müssen mit Wind spielen. Das war doch schon fast was. Das heißt, wir müssen mit Wind spielen, okay. Wind ist also doch nicht so die falsche Fährte, wie ich zuerst dachte. Oh Gott, verdammter Rätsel. Oh. Oh mein Gott. Puh. Weiter geht die wilde Fahrt. Wird es jetzt so ein richtig krasses Rätsel oder sind wir schon da? Was? Das soll natürlich sein? Gott verdammt, sieht mir nicht wirklich natürlich aus. Aber wir sind am Ziel. Neue Fähigkeit, innere Stärke. Innere Stärke, wenn Sie im Kampf schwere Verletzungen erleiden, der Bildschirm wird dann grau, wird Ihre Gesundheit automatisch erneuert. Die Gesundheits-Sofortregeneration erfolgt nur einmal pro Kampf und wird zwischen den Kämpfen aktualisiert. Ach so, cool. Das ist quasi ein Extra-Leben. Lass uns hier mal verschwinden, ey. Das Rätsel, das hat aber auch meine Gehirnzellen angestrengt, alter Schwede. Gut, ich hätte mich nur umdrehen sollen, ich weiß, aber. Kann man ja vorher nicht riechen. Okay. Das Seil da oben hat mir nichts gebracht. Naja. Ah, jetzt habe ich vergessen, den Ton wieder leiser zu machen, ne? Wir hatten gerade wahrscheinlich ein bisschen lauten Sound. Ich werde das checken. Okay. Ja, super. Behalte ich. Verkaufe ich. Bin reich. Geheimnisse entdeckt. Das ist noch ein Dokument. Ich würde mal sagen, Geräusche. Habe ich da was vergessen? Tatsächlich.
Ja klar, Orientierung, ne? Weil der Wind kommt ja von einer Richtung und pfeift durch die Berge. Ja gut. Überlebensversteck? Das nehmen wir doch nochmal mit. Ja, da haben wir es doch. Na gut, ich glaube, so haben wir soweit alles, ne? Ja, auf dem Weg haben wir ein Relikt vergessen. Vielleicht kommen wir da nochmal hin. Wer weiß, Freunde, wer weiß. Wenn nicht, hole ich alleine. Da bin ich mal gespannt, wie wir zurückkommen. Ah. So ist das also. Da kommt man auf den Rückweg hin. Zu was? Zu einem Teller? Was ist denn daran verändert? Hätte nicht. Ich sag's halt nicht. Oh, Federn sind voll. Krass. So. Ich glaube, da müssten wir so gut wie zurück sein, ne? Ja, das erinnert mich an irgendwas. An diesen Sprung. Ah, ich habe ihn geschafft. Ah, schön. Wieder daheim. So, dann reisen wir doch mal fix zum Basislager zurück. Ja Mensch, ich muss schon sagen, die Folge haben wir quasi abseits der Story gemacht. Ja gut. Kleines Rätsel für zwischendurch. War echt ein, war ein Knüller, war ein Knüller. Was zum Teufel? Wahrheitssuche. Sammeln Sie 25% aller Erzählungsobjekte. 25%? Wir haben das Spiel schon ein Viertel durch. Ich bin ein Profi. Nein. Ich würde sagen, Freunde, mit dieser Erkenntnis, dass ich ein Profi bin, verabschieden wir uns in die nächste Folge, die morgen stattfindet. Haut rein. Euer Serum. Tschüss. Vorratsschuppenartikel erhältlich. Da gehen wir morgen hin. Huhu, ciao.